Und damit willkommen zurück bei Allein im Dunklen. Ja, wir haben ja hier in diesem netten Geschäft hier aufgehört, wo wir unseren Kollegen da hinten getroffen haben. Und wir sollten jetzt irgendwo anders hingehen. Wo war das nochmal? Ziele? Geh zu Miss Jackson und fahre mir. Baptiste, an den sie sich von früher vage erinnern konnte, behauptete, als Pfleger in De Sedo zu arbeiten. Er suchte ebenfalls nach Jeremy und schien anzudeuten, dass er ihn durch Jeremys eigenen Verstand verfolgte. Vielleicht war diese nicht Emilys Traum, sondern Jeremys, und sie war irgendwie darin gefangen. Baptiste hegte den Verdacht, dass Jeremy wohl dank eines Talismans die Kontrolle hatte, der ihm von einer Miss Jackson gegeben worden war. Ein Name, der Emilys Erinnerung nach zu einer der vielen Voodoo-Hexen-Doktorinnen im französischen Viertel gehörte. In der Hoffnung, einen Weg zurück nach De Sedo zu finden, machte Emily sich auf zu Miss Jacksons Laden. Ich find's ja schon cool, dass es dann aktualisiertes Summary gibt, dass sich das liest wie im Buch. Okay. Wo ist denn das? Irgendjemand ist da vorne. Muss ich jetzt da nach vorne? Oder da runter? Eher nach da unten, ne? Der sieht anders aus als wie die anderen. Alter, wie viele Kugeln brauchen die? Holy shit. Kannst du nicht angenehmere Träume haben? So. Bitte Munition. Naja, gar nichts. Oh. Da ist ein Seitengang. Ist hier Goodies? Oh ja, gleich drei. Yes, Munition. Ein Rohr. Okay. Was ist das? Wow. Alla. Jetzt mach doch was. Meine Waffe ist kaputt. Nee. Alla. So, wie kann ich eigentlich meine Health Potion da auswählen? Hä? Wie geht denn das? Ich meine, ich habe hier da die Pfeiltasten. Das passt für... Was für ein Controller? Steuerung. Tastenbelegung. Untersuchen, Sprinten. Waffe, konsumieren, G. Ich probier's mal. Okay. Ja, geil. Jetzt habe ich ein Rohr gekriegt und ist er Gott schon wieder am Arsch. Was? Warum soll ich klingeln? Macht so keinen Sinn. Gegenstände können noch Gegner geworfen werden und zu den Ablenken genutzt werden. Q und Tippen, um Gegenstand zu werfen. Q und zu zielen. Also dann hätte ich den großen Dude da ablenken können. Jetzt noch mehr. Nee. Bringt mir nichts. Nicht hier richtig? Gibt's hier Munition? Nee. Ja, da hinten sieht's nach Dead End aus.
schaut es denn mit der Karte aus? Deine Karte ist hier nutzlos. Wow. Sehr nutzlos. Ich würde mal sagen, wir müssen da rein. Lass mal hier prüfen. Yes. Oh ja. Okay. Munition. Und wieder die Klingel. Ja. Na? Ach, da oben haben wir da so einen Kollegen. Kommst du runter? Ja, dann bleib da oben. Wow. Was? Oh, scheiße. Okay, einer down. Ob ich den treffen kann? Scheiße, er kommt runter. Scheiße, komm, lad nach. Scheiße. Nur noch 3 Schuss. Ja, was haben wir hier? Geil. Munition. Sonst noch Munition? Ja, gib, komm, gib, gib, gib. Hey. Sag mal. Da. Danke. So, noch mehr. Das sieht nicht so aus. Na gut. Dann gehen wir mal nach da oben. Bin ich ja dezent kacke, dass die Zusatzwaffen überhaupt... Oh. Scheiße, schieß, schieß! Ich habe keine Kugeln mehr. Ja, das ist scheiße. Geil. Was? Oh, eine Puppe. Okay. So, wie bekämpfe ich die jetzt ohne Kugeln? Jetzt wird cheaten schön, ne? Ja, Munition. So, nehmen wir zu Hause. Das muss Miss Jacksons Salon sein. Sehen wir mal. Sieht das nicht? Das sieht genau wie Jeremys Talisman aus. Okay, soll ich damit hat. Okay. Ich glaube, das soll den Talisman beherbergen. Ich bin mir nicht sicher, welche Zahlen ich verwenden soll. Vielleicht findet sich etwas in Jeremys Notizen. Ja, wollte auch gerade sagen. Aber bevor wir da weitermachen, erstmal gucken. Gibt's hier Munition? Jetzt mach doch was. Auch alles dicht. Okay, also, das Notizbuch. Welches? Das war Warnung. Talisman Bauplan.
Hier drin? Scheren sind drei Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Weiten der Träume und der Erinnerungen zu spannen. Das ist nicht mehr Ziel, aber es ist ein Anfang. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Das ist die 2, das ist die 3. 1, 2, 3. Ja, okay, 3, 5, 8, aber wir müssen wohin ausgerichtet sein? Oder muss die... Ich meine, es hat ja hier 2, 4, 6. Ach so, warte mal. Steht er da rechts? 1, 2, 3, 5. Und 8. Was ist das für ein Bild in dem Glas? Wo ist das? Lol. Okay, kommen wir jetzt wieder in die normale Welt? Schön, Sie wiederzusehen, Miss Hartwood. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie hat mir auch gesagt, Sie hätten einen Detective dabei. Ich bin gespannt zu erfahren, was das alles zu bedeuten hat. Sie erinnern sich nicht an mich, oder, Miss Hartwood? Wir trafen uns im Haus Ihrer Familie im Gartenviertel, bevor Ihr Onkel meiner Pflege übergeben wurde. Nein, ich erinnere mich. Verzeihung. Mir geht's nicht so gut. Oh. Dann setzen Sie sich doch. Ich mache Ihnen einen Drink. Ich scheine bei Ihnen keinen Eindruck hinterlassen zu haben. Andererseits kann ich mich gut an Sie und Ihre Eltern erinnern. Wegen unseres fröhlichen Gemüts, sicherlich. Sie sind zu intelligent, um das zu glauben. Sie entstammen einer freudlosen Familie, Miss Hartwood. Das einzige Vergnügen an diesem Besuch war, Ihren Lieblingsdrink zu erfahren. Einen Old Fashioned. Gut beobachtet. Wie wollen Sie damit wirken? Aufmerksam oder intelligent? Was immer Sie vorziehen. Möchten Sie mir dann sagen, warum Sie hier sind, Miss Hartwood? Und dann noch mit einem Detective? Ich erhielt einen Brief von meinem Onkel. Er schien sich sicher, hier in Gefahr zu sein. Wenn herauskommt, dass Sie ihn schlecht behandeln, nehme ich ihn mit zurück nach New Orleans. Wirklich? Soll er mit Ihnen in Ihrer kleinen Gassonier leben? Damit würden Sie absolut sicher gehen, als alte Jungfer zu enden. Sie wissen ja sicher, dass Ihr Vater ihn nie zurück in sein Haus lassen würde. Nein, ich weiß es. Vielleicht bringen Sie ihn ja wieder in den Norden. Sie wollten doch schon seit Jahren zurückziehen, nicht wahr? Sie haben schon immer die Familie Ihrer Mutter bevorzugt. Jeremy kann gerne mit Ihnen gehen. Das ist mir gleich. Es gibt aber ein Problem, wie Sie vielleicht wissen. Er wird gerade vermisst. Wissen Sie, wo er sein könnte? Nein, ich fürchte nicht. Meine Leute suchen nach ihm. Ich bin sicher, er wird wieder auftauchen. Vor allem, wenn er hört, dass Sie hier sind. Er mag Sie wirklich gern. Was können Sie mir zu seinem Zustand sagen? Ich habe nie eine Diagnose erhalten. Was ist Ihre medizinische Meinung dazu? Also, mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mensch, depressiv sogar. Er leidet an einer empfundenen Unordnung in seinem inneren und äußeren Leben. Er beklagt sich ständig darüber, dass die Dinge nicht entsprechend ihrer göttlichen Ordnung ablaufen. Und der Schattenmann? Schwer zu sagen, ob das was Bestimmtes war. Jeremy nutzt den Schattenmann als seelischen Sündenbock, um sich nicht der Wahrheit zu stellen, dass er an irgendwas schuld sein könnte. Sie glauben nicht daran, dass der Schattenmann wirklich übernatürlich ist. Warum fragen Sie denn sowas? Kann man sich sicher sein? Ob der Schattenmann eine böse Präsenz ist, die von Jeremy Besitz ergriffen hat? Naja. Ich versichere Ihnen, jegliche Beweise, die Sie für diese Behauptung haben, sind reine Einbildung. Verfallen Sie nicht der Massenhysterie, Miss Hartwood. Sie wollen doch sicher nicht den Platz Ihres Onkels hier einnehmen, oder? Ich gehe jetzt, Doktor.
Ich muss weiter meinen Onkel suchen. Sicher, Miss Hartwood. Ich sage Bescheid, wenn er auftaucht. Es war jetzt bestimmt nicht so gut, dass der da rausgeflogen ist. Aber okay, das Ding ist also wie so ein Gate-Ding, wo man zwischen den Welten wechseln können. Detective, ach, da ist er, ja. Kirby! Gott, bin ich froh, Sie zu sehen. Ich hatte Angst, Sie wären weg. Ich? Sie waren doch verschwunden. Das ist schwer zu erklären. Ich war wohl ohnmächtig, als wäre ich woanders hingegangen. Ist schon gut, Miss. Sie sind sichtlich verstört. Nein, es ist... Ich weiß nicht, was passiert. Das ist alles sehr stressig für Sie. Ich verstehe das. Oh, nein, das verstehen Sie nicht. Atmen Sie tief durch. Setzen Sie sich und rauchen etwas Perique. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zurück nach New Orleans. Ich will nur vorher mit Dr. Gray sprechen. Ich will bleiben. Ich habe einen Talisman gefunden, wie der im Bild. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo Taroya ist, wo Jeremy hin wollte. Das ist gut. Nur machen Sie keinen Ärger, ja? Und lassen Sie mich ermitteln. Ich bin nicht verrückt, Detective. Noch nicht. Noch nicht. Gut, wir sehen uns später. Aber nachdem er jetzt so relativ gelassen reagiert hat, wie lange sind wir jetzt weg gewesen? War das noch ein paar Minuten für ihn? Suche nach der astronomischen Uhr. Wenn ein Talisman wie dieser hier Tore zwischen dem französischen Viertel und der Shadow öffnen kann, dann versteckt sich Jeremy vielleicht in einer anderen, seltsamen Welt. Einer Welt wie Taroya, die er in seinem Buch erwähnt hat. Ja, was du nicht egal, sagst. Egal wo er ist, es ist klar, dass meine Suche sich nicht nur auf der Shadow konzentrieren kann. Oh. Aber sag mit dem Schlüssel hier rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Den Kessel reparieren. Hinweis. Ich habe einen Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe da drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Hm. Ventil aus dem Weinkeller. Okay. Munition vielleicht? Zimmerschlüssel Nummer 6. Ich glaube, den brauche ich noch nicht. Diese scheiß Türen hier. Oh. Dr. Elmoli Gray ist der Oberarzt in Dorsetto. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Bois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergt der Shadow 6 Gäste. Malcolm McCarthy und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Okay. Cool, wie das vorgelesen wird. So, irgendwelche Goodies? Ja, Tatsache. Rorschach. Okay. Was haben wir hier? Patientenakten. Holy shit. Ja dann. Cassandra Bogart, die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was ihr Agent uns gesagt hat. Cassandra leidet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir ihren Lebenslauf zusammenfassen? Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Bogart ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zu Star-Ruhm gebracht hat. Vor 5 Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren.
Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakow-Syndrom. Bravo, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Fantastisch. Es ist aber nicht mehr lange bis Juni. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Wir werden unser Bestes tun. Wie er das gerade zum Schluss gesagt hat, ne? Ah, das ist so stimmungsvoll. Geil. So. Grace Saunders. Grace Saunders, 11 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace' Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Danke, ja, Doktor. Ja, sind ja super Eltern dann, ne? Ich kümmere mich um den Papierkram und weise sie ein. Okay. Und auch Malcolm McCarthy. Hören wir uns mal seine Story an. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in The Shadow eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös. Nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Hm. Meinung zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des Öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank, Doktor. Okay, also relativ harmlos, der Typ. Dann haben wir noch Elisabetta Perosi, Alter 33, ist sich nicht sicher. Elisabetta Perosi, 33 Jahre alt? Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren? Nun ja, Perosi ist in The Shadow eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Gut, ich bin sicher, am Ende wird sich alles aufklären. Danke, Doktor. Ich glaube, das wird noch eine Rolle spielen, dass die da alle verschwunden sind. Okay, dann haben wir noch Ruth Talent, der letzte hier. Ruth Talon, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme?
Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit dem Nachtleben von New Orleans fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruths Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten 10 Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Flapperin oder sogar eine Nymphomanin. Haben Sie eine Diagnose? Obwohl die Gründe ihres Vaters, sie hier einzuweisen, albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden oder die anhaltenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein und empfindet das nicht als falsch. Und der Behandlungsplan? Der Aufenthalt in DeSedo allein sollte schon Wunder bei Ruth wirken. Zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Es besteht kein Grund für Ruth, sich zu ändern. Aber mit der richtigen Therapie könnten wir dafür sorgen, dass sie ihrer Familie gegenüber etwas einfühlsamer wird. Ich bezweifle schwer, dass sie ihren Lebensstil ändert und so öde wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. Also sie klingt interessant, also... Ich glaube, das ist die normalste Person hier in der ganzen Bude. Also mit der würde ich mal quatschen. Klingt sympathisch. Okay. Hier sind ja, allerdings. Alle Patientenakten außer Jack. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Ja, warte mal. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Bräuchte man hier eine Kombi. Okay. Die haben wir noch nicht. Also, da war ja noch der Hinweis bezüglich den Weinkeller. Was ist hier? Zerbrochene Scheiben, Hinweis. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lottie. Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Brunnen im Küchengarten. 2 Hinweise. Gut. Also dieser Weinkeller. Mal kurz gucken. Wir sehen Lottis Zimmer. Da geht's nach oben. Großes Saloon. Wintergarten, Küche. Da müssen wir mal eins runtergehen. So. Waren wir hier drin schon? Ah, es war das Doktorzimmer, ne? Ja, da ist zu. Gut. Einmal raus hier. Echt? Informationen? So, Bibliothek. Moment mal, war da nicht noch was mit der Uhr hier? Wo ist die? Na, vermutlich oben. Okay, ist hier nach wie vor zu? Ich brauche den Schlüssel. Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück hier. Was zum... Ist er runter? Ich kann da nichts machen. Aber das wäre vermutlich eine Abkürzung. Warum hat sie sich eingesperrt? Thank you.
guten Abend, Miss Hardwood. Das ist Ihr Name, oder? Es wäre mir sehr peinlich, wenn nicht. Das stimmt. Emily Hardwood, Jeremys Nichte. Sehr erfreut. Ruth. Ruth Talon. Rauchen Sie da etwa Perique? Wie grässlich altbacken. Das mag sein, aber ich mag es. Würden Sie vielleicht teilen? Der Geruch weckt in mir die reinste Nostalgie. Ist es so gut wie erhofft? Ich mag Ihre sanfte Spöttelei, Miss Hardwood. Wir würden sicher gute Freundinnen werden. Wie schmeichelhaft. Leider sind Sie ja hier eingesperrt. Ihre Unaufrichtigkeit ist wirklich erfrischend. Wären Sie doch nur so verrückt wie ich, dann könnten Sie bleiben. Warten Sie einfach noch ein paar Jahre. Wahnsinn ist eines der Privilegien meiner Familie. Oh gut, ich freue mich jetzt schon darauf. Sie wissen nicht, was mit Jeremy passiert ist, oder? Alle Leute hier sind wirklich seltsam. Und es ist schwer einzuschätzen, was man so hört. Manchmal hört es sich aber recht spannend an. Gut gegen Böse und all das. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wohl nichts Hilfreiches erzählen. Ist auch nicht wichtig. Danke für diese kleine Pause. Bon voyage. Also sie hat's ja mal richtig nötig. Oh, Mann. Verrückt, aber sympathisch. Okay, wir können jetzt auch effektiv hier drin uns umsehen. Was haben wir hier? Verlorene Plantagen von Louisiana, Hinweis. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclos, 1917. De Seto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet, also wurde es im Jahr 1818 für nur $30 an Elijah Pickford verkauft. Pickford heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. De Seto produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo. In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war De Seto die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herumtanzten und dabei blökten und wimmerten. Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf De Seto durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Pontchartrain-See ankerten. Der Captain war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Captain Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war De Seto nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre, und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben, aber diese kehrten immer wieder zurück.
Inspektor Le Gras führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux de Seto wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans, wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da De Seto so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die 12 Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von De Seto an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Ja, das sieht man auch teilweise, aber es ist auch nicht allzu schlimm. Okay, das wäre ein bisschen die Backstory zu dem Ganzen. Wo geht's denn da hin? Oh. Kann ich das haben? Ich will mal ganz kurz speichern. So. Mal was ausprobieren. Okay, geht nicht. Wäre eine Option gewesen. Was zum... Was geht hier vor sich? Vor allem, wo ist die Waffe hin? Oh. Okay. Warum musste ich das auch machen? Da fehlt etwas. Ja, was du nicht sagst. Wo soll ich denn hin? Holzenschneider. Okay. Was soll ich mit der Holzenschneider machen? Ich werde wohl kaum hier aufmachen können, oder? Holzenschneider. Naja, okay. Doch. Warte. Es ist wieder alles normal. Was ist da unten? Es klemmt. Oh. Werkzeug geht auch nicht. Kannst du das nicht einfach rausziehen? Naja, gut. Das Haus ist echt ein bisschen schräg drauf. Da geht's nach oben. Oh, Kiste. Okay. So, und wir sollten... Achso, das ist der Raum. Wir sollten ja den Brunnen prüfen. Ist der gemeint oder der draußen? Da hat's aber auch wieder... Nee. Yep. Mal hier drin. Oh, was ist da? Kann ich da durch? Nö. Ich glaube, ich möchte mal noch da oben hingehen. Ja,
da können wir natürlich nicht vorbei. Das geht nicht. Okay, dann glaube ich, war hier noch der andere Brunnen. Oh, kommt auch. Schon wieder am Rauchen. Was schleichen Sie denn hier rum? Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Ich wollte Ihr Ritual nicht stören. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Voodoo praktiziert wird. Dem Doktor mag es nur um Wissenschaft gehen, aber ich weiß, dass diese Wurzeln Macht haben. Wissen Sie, was hier los ist? Ich glaube fast, der Shadow ist verflucht. Bei diesem Spiel gibt es mehrere Spieler. Der Seto ist nicht verflucht oder gesegnet. Es ist ein Schlachtfeld. Und es wäre alles wesentlich besser, wenn Sie Ihren Onkel hier rausholen. Am besten schnell. Das versuche ich doch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss Hardwood. Das tue ich wirklich. Nun, entschuldigen Sie, ich muss nach meinem Gumbo sehen. Aha. Ein Schlachtfeld hier. Und wer sind die ganzen Mitspieler? Außer unseren Onkel da. Infizierte Katze. Allah. Nee, danke. Was ist das? Okay, da kann man mit einem Schlauch irgendwas machen. Ein weiteres Stück der zerbrochenen Scheibe. Ach so. Mit Wasser auffüllen und dann kommt das Ding hier hoch. Alles klar. Aber ansonsten hat es hier nichts, ne? Oh, hier. Ah, Bolzenschneider. Es hat geklappt. Schlauch. Und was ist das nun? Ist nach wie vor ein Schlauch. Das können wir eigentlich mal aufrichten hier. Ich hasse diese Statue. So, okay. Hat sehr viel gebracht. Wo geht der Schlauch hin? Er geht noch da hinten. Hä? Achso, nee, Moment mal, er geht hier weiter. Und... What the... Zwei Kugeln verschwendet. Einmal fluten für das Zeugs da. Und dann müssen wir zum Weinkeller. Na bitte. So, zerbrochene Scheibe. Gut. Das wäre das. So, was... Ist denn jetzt hier Sache? Die Haushälterin hat etwas im Blumenbeet unter einem der Fenster von Dr. Gray vergraben. Sie hat dabei in einer kreolischen Sprache gesungen und ein ungewöhnliches, verfälschtes Voodoo-Ritual durchgeführt. Das ist sicher kein ungewöhnlicher Anblick im französischen Viertel, aber noch nie hat Voodoo auf Emily so verbittert gewirkt. Okay, also wir müssen noch diese Uhr suchen noch und der Setos Heißkessel, der im Kulinarbuch erwähnt wird, finde heraus, was Rosi weiß. Gut, aber ich würde sagen, nicht mehr in der Episode. Ich meine, allzu viel ist jetzt nicht passiert, das war vor allem viel Vorlesen. Aber ich finde es wirklich geil, wie das Spiel das macht. Und in der nächsten Episode werden wir uns mal um diesen Dampfkessel da kümmern. Beziehungsweise zuerst einen Weinkeller, da Ventil finden, dann... in diesen Kessel da rein und mal schauen, was wir dann so sehen werden. Macht Spaß, das Spiel. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte,
kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.